13. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Und damit ein Hallo und willkommen zurück zu This War of Mine. Diese Nacht war ruhig. Gott sei Dank. So, damit gucken wir erstmal, wie uns das... Oh, er ist nur noch hungrig. Tag 13. Meine Geschichte, also Pavels Geschichte. Es war hart, aber die Frauen von meiner Straße geben ihr Bestes, um schön auszusehen. Das Beste, um schön auszusehen. Na, jetzt sollte man vielleicht das Komma weglassen und nicht dann über Gott stoppen. Sie waren immer sauber und trugen ihr Bestes, ihre beste Kleider. Ich sage euch, das war ein Anblick. Beim Anstehen für Wasser sahen sie so aus, als ob sie ins Theater gehen würden. Und mein Jungs hat noch andere Ideen. You don't say? Weil you don't say, du weißt schon. Ja. So, aber es geht denen außer Roman, das war ja klar gewesen. Marco, du gehst erstmal was essen. Du gehst hier runter, Bruno, schon mal, dass du direkt gleich kochen kannst. So, du gehst erstmal da hoch. Obwohl, du kannst erstmal gucken, ob wir vielleicht Alkohol herstellen könnten. Weil Franke dürfte heute auf jeden Fall nicht erscheinen, eigentlich. Hoffen wir es doch mal. Nee, wir können keinen Schnaps herstellen. Wir brauchen noch dreimal weitere, noch mehr Zucker. Nein. Und du gehst ins Bett. So, Bruno, ich möchte gerne, dass du zweimal Essen erstellst. Okay, gut, ich will auch das Wasser, um mehr herzustellen. Du sollst ins Bett gehen. Könnt noch einen sicheren Kräuterwerkstatt herstellen. Aber dafür brauche ich einen Kräutergarten am besten dann. So, wir stellen zweimal Filtersystem her. Hier ist eine reine Männerdomäne. So ein, zwei Frauen von zwei wären, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr schlecht, wenn ich ehrlich wäre. Aber da kommt jemand. Was will denn jetzt? Oh, mit Leerlaus können wir Pause drücken. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. So, du bist jetzt mal. Und was ist denn Nachschub? So, was hast du denn wieder? Gespräch beginnen. Können Sie hier dabei helfen, die Fenster mit Brettern zuzunageln? Ich wohne nicht weit von hier mit meiner Tochter. Ich habe gehört, dass Plünderer Häuser leerräumen und Frauen vergewaltigen sollen. Ich kann die Türen verschließen. Sie können allerdings durch die Fenster reinkommen. Können Sie mir dabei helfen, sie Bretter zuzunageln? Die Rebellen haben meinen Mann im ersten Jahr des Krieges mitgenommen. Er ist immer noch nicht zurück. Wir sind ganz alleine. Helfen Sie uns bitte. Ja, wir werden dir helfen. Und ich dachte erst, das wäre ein Mann. Ja, okay. Wir gehen erstmal gucken, was die anderen zu sagen haben. Warum, Mann? Das will ich jetzt wissen. Oh, der hat sogar ein paar. Tag 11. Gibt es noch irgendwelche Tiere in der Stadt? Ich bin so hungrig. Ich würde sogar eine Ratte oder eine Taube essen. Ich glaube nicht, dass eine Taube so gesund wäre, mein Freund. Ratte, okay, gut, vielleicht gegrillt. Vielleicht schmeckt die noch ein bisschen gut so. Nach ein bisschen Rettich oder so. Aber eine Taube. Ein bisschen taubisch schmecken, aber okay. Tag 13. Hat jemand etwas Nahrung übrig? Ich muss etwas essen. Was? Gegessen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass Bruno die Nacht im Haus unserer Nachbarin verbringt. Wir brauchen jeden Einzelnen, um den Unterschiff zu bewachen. Und für das Plündern. Ja, aber wenigstens... Ach, der Hunger. Der wirklich Hunger. Ja, dann geh du erstmal was essen, mein Freund, bevor du ganz ausrastest. Tag 13. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, unseren Nachbarin in Not zu helfen. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Das stimmt wohl. Was hat denn Pavel zu sagen? Tag 13. Unser Nachbarin hatte recht, um unsere Hilfe zu bitten. Wir werden ihr dabei helfen, ihr Haus sicherer zu machen. Das stimmt wohl. Auch wenn das Roman nicht so ganz gefällt, aber wir müssen es halt einfach tun. Wir hätten das ja auch erwartet von denen, dass sie es machen. Holz haben wir eigentlich schon mal wie viel Holz haben wir eigentlich noch? Weil sonst würde ich schon mal ein bisschen herstellen. Aber wir können noch mal zunageln.
So, leicht verletzt. Du gehst bloß langsam, mein Freund. Nix, gleich auch direkt wieder ins Bett. Weil ich mich auch jetzt nicht aussetzen. So, was können wir noch eigentlich herstellen? Wir könnten noch ein weiteres Bett, das möchte ich ja nicht. Wir wollten ja gucken wegen Holz. Gut, da können wir noch ein bisschen herstellen. 4. Machen wir mal 7. So, wo muss denn diesmal hin? Ich glaube echt, wir haben diesmal dann alles erweitert dann. Also gesichert. Aber wir haben da zugemacht, hier. Wir haben hier zugemacht. Wir haben da zugemacht. Es kann sein, dass es noch hier zugemacht werden muss. Was sieht so aus danach? Das ist hier so. War hier die Fenster? Okay, gut. Sah eher nicht so. Das ist sehr schön, Marco, dass du ausgeschlafen hast. Ihr seid nur hungrig, aber nicht sehr hungrig. Daher geht das noch, das Ganze. So. Ich bin überlegen, soll ich diese Nacht mal hier bleiben wieder? Ja, ich glaube, ich werde diese Nacht wieder hier bleiben. Tag beenden, die Nacht. Du wirst im Bett weiterhin schlafen, wache und du hältst wache. Oh, wir haben neue. Wir haben eine neue Baustelle und ein Lagerhaus. Okay. Erstmal die Baustelle. Auf diesem verlassenen Baustelle sollte ein luxuriöses Wohnquartier entstehen, welches das Juwel von Pogoren hätte werden sollen. Nun dient es als den Scharfschützen des Militärs als perfekter Aussichtspunkt, was sie zu einem gefährlichen Orten macht. Wir könnten dort einige nützliche Habseligkeiten von Bauarbeiter oder Rebellen finden, die sich dort aufhielten, bis sie vertrieben wurden. Und ich glaube, wir werden plündern gehen mit ihm. Du hältst Wache. Ich hoffe, dass nichts passieren wird. Wir werden auch... Oh, ich würde nicht die Schaufel mitnehmen. Ich würde auch nur den Dietrich mal mitnehmen. So, wir werden auf jeden Fall aufpassen. Weil hier müssen wir wirklich aufpassen. Weil mal abgesehen vom Scharfschützen können auch hier Rebellen sein. Und da hat der Scharfschütze geschossen. Der ist nämlich hier. Oh, wir haben Holz gefunden. Sehr gut. Jetzt hier, man hört ihn ja immer wieder schießen. Also zumindest ich. Also ihr solltet es auch eigentlich hören. Oh, Schießpulver. Verdammt. Ich hab schon gehofft, dass wir endlich mal Waffenteile finden werden. Es sieht ruhig hier momentan aus, wo ich bin. Kameraden sich noch weiter rauszoomen, damit wir auf jeden Fall Überblick haben, falls irgendwas Merkwürdiges uns auffällt. Gut. Gut, da können wir noch nicht rüber, wir müssen eine Etage höher gehen. Gucken wir mal. Oh, wie schon wieder Pistolenpatronen nur gefunden. Auf jeden Fall mitnehmen. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Und das... Na gut, nee, dann lasse ich lieber das Holz da. Und nehmen das noch mit. Ah, wir gucken aber erstmal da hin. Wenn da jemand gewesen wäre, hätten wir schon längst gehört. So, gucken wir mal da. Wir brauchen halt unbedingt Waffenteile. So, das ist... Ah, da können wir gar nicht weiter, sehe ich gerade. Dann nehmen wir mal noch eine Etage höher, noch eine. Da oben sind welche. Ja, da sind sogar beide. Also Scharfschütze und noch ein anderer Dude bei ihm. Die Musik scheint mir ein bisschen zu laut zu sein, also zumindest für mich gerade. Runter.
runter, oder? Können wir von da aus runter oder so? Ich meine, wir haben auf jeden Fall guten Stuff gefunden. Wie gut hätte ja sein können. So, gehen wir mal zum Ausgang wieder. Weil da oben sind sie zwar. Aber ich möchte noch nichts machen. Wenn ich ehrlich bin. Marco ist zurück. Es lädt.